Das ist eine richtig schöne Kirsche. Hallo liebe Leute. Wir hatten ja im Winter ein Barsch-Tutorial gedreht. War eigentlich eher Herbst, aber im Winter kam es raus. Das kam richtig gut bei euch an. Da habe ich ja die Köder damals von Fox Rage Salmo vorgestellt. Mittlerweile sind noch Sachen von Striking hinzugekommen. Auch ein paar neue Köder, die werde ich heute noch ein bisschen mit nebenbei auch erklären, aber werde dann nicht ganz so ins Detail reingehen wie letztes Mal, weil diesmal ist es eher ein Barsch-Tutorial, wo es um die Praxis geht. Heute habe ich mir Kanäle ausgesucht. Ich habe hier einen Kanal, den habe ich zugegeben in den letzten 2 Tagen angetestet, weil ich will nicht komplett unvorbereitet hier hingehen, weil ich will euch auch was bieten. Was könnt ihr erwarten? Die letzten 2 Tage waren es viel Frequenz. Ich habe immer 2-stellig gefangen. Hier habe ich also heute Hoffnungen, dass sowohl Frequenz als auch Klasse gehen wird, so dass man beides zu sehen bekommt. Ich werde versuchen, es so zu erklären, wie ich vorgegangen bin, wie ich mir so ein Gewässer erarbeite, worauf ich achte, was ist an Kanälen wichtig, wo kann man Fische erwarten. Ja, ich muss zugeben, dieses Gewässer ist verhältnismäßig einfach. Hier ist hohe Frequenz. Ihr werdet nicht unbedingt an wenigen Gewässern so ein Potenzial am Fisch, zumindest von der Frequenz her, haben wie hier. Nichtsdestotrotz wird man einiges davon übernehmen können und ich hoffe, das wird euch helfen, bei euch die Kanäle zu erarbeiten. Ja, am besten legen wir mal los. Hier stehe ich direkt an einer Schleuse. Damit sind wir schon mal an Hotspots. Hotspots sind Bauwerke an Kanälen. Brücken, Schleusen, das sind so die Klassiker. Brücken und Schleusen sind Hotspots und das bedeutet, viele Leute kennen sie. Das bedeutet viel Befischungsdruck. Fisch steht zwar dort, hat aber wahrscheinlich auch schon in letzter Zeit oft Köder gesehen. Ich fische diese Spots an, aber meistens bleibe ich nicht so lange dort, sondern suche mehr nach den interessanten Spots zwischen diesen Brücken und Schleusen und so weiter. Aber darauf gehe ich erst später ein. Fangen wir jetzt erst einmal mit einer Schleuse an. Ich habe 2 Setups dabei. Das ist einmal eine Baitcaster, die Fox Rage Versatile Light und mit der Loose Rolle, die Proud High. Ich liebe dieses Teil. Und eine schöne leichte Spinning, und zwar ist es die Street Fighter Drop and Jig. Maximal 14 Gramm Wurfgewicht, ist eine schöne leichte Rute, da macht auch ein kleinerer Barsch richtig Spaß, ist mit einer kleinen 1000er Prism bestückt. Damit werde ich Gummis fischen und die ist für Hardbaits zuständig. Hardbaits ist dann der Lucky Shad Pro Model von Striking. Gummis werden halt verschiedene von Striking sein, ich denke mal RageNet Bug oder auch an Dropshot Jigs, zum Beispiel ein kleiner Slick Shad. Fange jetzt aber mit den Hardbaits an. Ist der Lucky Shad Pro Model. Ist im Prinzip eine Mischung aus Crankbait und Twitchbait. Für ein Twitchbait ist er eigentlich schon fast zu hochrückig, lässt sich aber immer noch wie ein Twitchbait führen, was ich persönlich ziemlich geil finde. Aber man kann ihn auch wie ein Crankbait nutzen, einfach nur einkurbeln bzw. hinter sich herschleppen, zum Beispiel ein Boot, Kajak. Ich mag solche flexiblen Köder. Aber hier an dem Kanal habe ich gemerkt, dass Twitchen besonders gut funktioniert. Und das ist auch schon mal mein erster Tipp. Wenn ihr am Kanal seid, oh, da schon die ersten Nachläufer. Na, ja, erster Wurf und erster Fisch. Wie gesagt, das Potenzial ist hier gewaltig, was die Frequenz betrifft. Nur die Größe lässt zu wünschen übrig. Ich muss den Haken jetzt mal lösen. Leider kann ich mir die Hände hier oben nicht nass machen. Daher mache ich es jetzt so kurz. Ja, das ist typisch Kanal. Viele kleine Barsche, aber macht ja trotzdem Spaß. Twitch-Bass machen Barsche wahnsinnig. Das ist halt diese zackige Führung, dieses Bing, 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 Bing. Das ist halt, macht Barsche neugierig. Der erste kommt hinterher. Der zweite sieht, oh, mein Kollege fängt an zu jagen. Und das ist halt immer ein Impuls im Schwarm, dass die anderen dann auch motiviert. Und dann kommt der ganze Trupp und irgendwann mal packt einer zu. Normalerweise. Gibt auch Tage, wo sie nur noch hinterherlaufen. Ich fische Twitchbaits sehr viel entlang der Strukturen.
Da ist zum Beispiel hier ein Pöller im Wasser, dass ich dahin werfe und da entlang ziehe, entlang der Uferkanten. Alles, was die Monotonie des Kanals unterbricht, ist für die Barsche interessant. Nichtsdestotrotz, auch wenn ich sage, bevorzugt an Hindernissen, Strukturen und so zu fischen, scheut euch nicht auch mal einfach so mitten reinzuwerfen und den Köder einfach nur durchzuziehen und ein bisschen durchzutwitchen, weil manchmal stehen die Barsche auch im Freiwasser und mittendrin im Kanal und lassen sich dann halt motivieren. Mache ich jetzt hier nochmal so 2-3 Würfe mit dem Wobbler. Weil dadurch, dass ich jetzt schon meinen ersten Fisch gefangen hatte, zeigt, die Barsche sind da, sie haben prinzipiell Bock. Werde ich jetzt versuchen, primär noch mit Wobbler anzufischen, aber wenn sie da Lunte gerochen haben, hat man immer noch die Möglichkeit, ein paar Bonusfische mit Gummi abzugrasen. So, noch einmal schön am Ufer entlang. Wie gesagt, ultra wichtig. An Kanälen, Barsche haben eine Eigenart. Wenn sie jagen, jagen sie gegen Hindernisse. Das bedeutet gegen Spundwände, gegen das Ufer oder halt, ihr kennt ja die klassischen Barschjagden, wenn die Barsche von unten die Fische an die Oberfläche drücken und dann halt diese Barschjagd an der Oberfläche zu sehen ist. Das liegt daran, Weißfische sind in der Regel schneller als Barsche. Wenn ein einzelner Weißfisch hinterher schwimmt, der kriegt er nicht. Außer der Weißfisch ist blöd oder halb tot. Daher jagen sie im Schwarm und versuchen die Fische irgendwo hinzudrängen, wo sie nicht flüchten können, um sie dann abzugreifen. Darum sind halt Spundwände so interessant. Die Barsche drücken die Fische gegen die Spundwand. Und das seht ihr auch häufig, dass dann auf einmal an der Oberfläche direkt an der Spundwand anfängt zu schmatzen, weil die Barsche die kleinen Fischchen an die Oberfläche gedrückt haben und dann halt die da abgreifen. Deswegen sind halt gerade Spundwände so mega interessant für Barsche, weil sie da, wie gesagt, gegendrücken können, ja, perfekte Jagdbedingungen haben und entsprechend gut kann man die dann auch an der Spundwand abgreifen. So, jetzt habe ich ein paar Würfe mit dem Hardbait gemacht, habe meinen ersten Fisch gefangen, war ja schon mal ein guter Start. Und dann wird jetzt mal mit Gummi gefischt. Ich filme jetzt noch so eine andere Perspektive, dass ihr auch mal seht, wovon ich gerade gesprochen habe. Halt der Pöller hier im Wasser, dort hinten die Schleuse. Und da versuche ich den Köder jetzt dran heran. Ja, erstmal heran und dann vorbeizuziehen. Ist jetzt das Robshot-Trick. Ich zupfe es über Grund, also im Prinzip jigge ich das Robshot-Trick. Im Winter, wenn man ganz genau weiß, die Fische stehen auf einem ganz engen Bereich, dann kann man auch ziemlich auf der Stelle tanzen lassen. Aber wenn sie verteilt stehen, macht es mehr Sinn, mit dem Dropshot-Rig zu jiggen. Hat dann den Vorteil, man macht mehr Fläche. Jetzt kann ich natürlich genauso gut einen Jigkopf verwenden. Ich finde aber Dropshot-Rig ein bisschen interessanter. Weil ein Jigkopf ziehst du über Grund hoch, fällt auf Grund. Ziehst hoch, fällt auf Grund. Ein Dropshot-Rig bleibt immer in Sicht über Grund. Und gerade wenn am Grund auch viel Wasserpflanzen, Algen und so weiter sind, jetzt, ich rede von niedrigen Wasserpflanzen, so nicht von Wasserpässe, die 2 Meter hoch ist, da hilft auch kein Dropshot-Trick. Auf jeden Fall, wenn am Grund ein bisschen Zeug herumliegt, dann hat man immer schön den Köder, dass der über den Grund hin und her zupft. Und das gibt mir dann oft ein paar schöne Fische. Genauso bei Gummi wie auch beim Wobbler versuche ich viel die Strukturen abzuwerfen, sprich am Ufer, die Spundwand entlang, die Pöller. Am liebsten würde ich natürlich direkt an der Schleuse fischen, aber da kommt man leider nicht dran. Werden wir aber gleich weiter unten machen, weil da ist eine Brücke. Und an der Brücke kann man halt wunderbar
direkt dran fischen. Da kann ich euch wirklich mal dieses punktgenaue Fisch zeigen. Wie ihr seht, steht die Sonne genau hinter mir. Und hinter dem Pörler ist ein schmaler Streifen Schatten. Gerade wenn es sehr sonnig ist, habe ich oft gemerkt, dass die Barsche sehr gern in den Schatten, im Schatten drinne stehen. Und deswegen werfe ich jetzt mal genau da rein. In der Hoffnung, dass sich da ein Trupp versteckt hat. Wie ihr gesehen habt, ich habe jetzt ein paar Würfe hier nur gemacht. Also ungefähr, ich glaube, 5 Würfe mit Wobbler und sagen wir nochmal 5 Würfe mit Gummi. Wobbler hatte den einen Fisch gebracht, Gummi nichts. Aber ich habe hier direkt hinter mir diese Spundwand. Und da kommen wir direkt schon am nächsten Tipp. Also klar, Brücken, Schleusen sind zwar interessant, aber scheut euch nicht, Spundwände abzulaufen. Und das werde ich jetzt machen. Und zwar werde ich die Spundwand abschleppen. So, einfach ein Crankbait oder Twitchbait auswerfen. Und dann hinterher ziehen. Er ist das Stückchen runtergelaufen und hat den Köder hinterher getwitscht. Hat nichts gebracht. Zurück werde ich ihn nur hinterher ziehen. Also wie ein Crankbait oder wie beim klassischen Schleppen ohne großartige Animation. Weil das ist die zweite Sache, die ihr beachten müsst. Mal mögen sie den Köder aggressive Führung, wenn er hart getwitscht wird. Mal mögen sie es ein dezenter und manchmal mögen sie einfach nur den linearen Lauf. Und deswegen einmal hoch und runter mit zwei verschiedenen Varianten. Super effektiv. Ihr könnt auch gerade zum Hinterherschleppen, ohne den Köder anzuanimieren, sehr gut so ein Crankbait wie den Salmo Hornet verwenden. Funktioniert auch hervorragend damit. Noch etwas. Tiefläufer. Ein Flachläufer, wenn die Spundwand 2, 3, 4 Meter tief ist, dann wird ein Flachläufer euch nicht viel bringen. Sprich, ihr braucht einen tieflaufenden Wobbler. Zweite Sache ist, dadurch, dass ihr erhöht vom Wasser steht, wird der Köder nicht so tief laufen in der Regel, wie zum Beispiel, wenn ihr direkt auf Wasserhöhe steht und den Köder die Rutenspitze oberhalb der Wasseroberfläche hält. Weil im Prinzip müsst ihr euch das so vorstellen, an der Spundwand, dadurch, dass ihr erhöht steht, ist es so, als wenn ihr direkt am Ufer stehen würdet, eben mit dem Wasseroberfläche und die Rute so halten, hochhalten würdet. Und das zieht den Wobbler nach oben. Da müsst ihr mit einbeziehen und deswegen auch ein bisschen mehr Schnur geben. Sehr effektiv ist es, wenn ihr auch längere Strecken ablatschen wollt. Ihr geht los, zieht einen Wobbler hinterher, dann lässt ihr ein bisschen Schnur. Zum Beispiel macht ihr die Bremse auf bei der Baitcaster einfach mal und dann bis 10 Zellen zumachen und wieder hinterherziehen. Bis ihr spürt, dass der Köder Grundkontakt hat. Wenn er Grundkontakt hat, dann könnt ihr entscheiden, ihr lässt ihn über Grund schlittern. Also dass er immer wieder dagegen dotzt oder macht ein paar Kurbeleindrehungen, um wieder ein bisschen Schnur heranzuziehen, um den halt knapp über Grund zu halten. So findet ihr halt die Tiefen. Also auswerfen, anfangen zu schleppen, wenn es keinen Erfolg hat und ihr gucken wollt, ob die eine Etage tiefer stehen, ein bisschen Schnur geben, zählt bis 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, reicht schon, ziemlich zügig. In der Zeit sind schon 2, 3, 4 Meter Schnur rausgegangen und der Köder läuft wieder einen Ticken tiefer. Sobald ihr Grundkontakt habt, geht das Risiko ein, lasst ihn über Grund dotzen oder kurbelt ein bisschen ein, um den wieder ein bisschen anzuheben und dann halt gefühlt, sagen wir mal, einen halben Meter über Grund laufen zu lassen. Finde ich persönlich am effektivsten. Jetzt latsche ich erstmal wieder zurück, aber diesmal linear hinterhergezogen, ohne großartige Animation. Wobbler, es ist extrem wichtig, dass die ziemlich stabil gerade auslaufen. Weil wenn ihr gerade hinter einer Spundwand hinterher schleppt und der Wobbler zieht, sagen wir mal, ihr geht runter in die Richtung. Wenn er nach links ab zur Seite wegzieht, geht er von der Spundwand weg und drückt sich nach oben.
Unangenehm, aber noch nicht ganz so fatal. Wenn er aber nach rechts abdriftet, dann drückt er sich zur Spundwand hin und tockt immer wieder gegen die Spundwand und das fühlt sich manchmal wie ein Biss an. Auf jeden Fall ist es nervig. Deswegen ist es sehr wichtig, dass man den Geradeauslauf der Wobbler ausprobiert und testet. Dafür geht ihr hin und werft wirklich schnurgerade vor euch. Und dann schnurgerade, die Rutenspitze gerade vor euch gehalten, kurbelt ihr den Wobbler ein. Und wenn er relativ zügig eingeholt, sehr stabil gerade läuft, sauber, geil. Jetzt will ich euch mal ein Beispiel zeigen und werde jetzt meinen Wobbler ein bisschen vergewaltigen, damit ihr einfach seht, was sein könnte. Also, drücken wir was ein bisschen an der Öse rum. Das reicht schon aus. Schon ein bisschen Druck ausüben mit dem Daumen, egal welcher Marke, egal welcher Wobbler. Das liegt jetzt nicht an Striking oder an Sam oder sonstiges. Da könnt ihr mit jedem Wobbler machen. Wenn ihr dagegen drückt, gegen die Öse, dann fängt er an schief zu laufen. Also, ich habe jetzt die Öse in die Richtung gedrückt, also wird er jetzt so hoch gehen. So, ein bisschen sieht man schon. Seht ihr, wie die Schnur nach links zeigt, weil er hoch geht. Wenn ihr das habt, also ihr habt gerade ausgeworfen, ich mach mal so, ihr dürft mich mal von hinten sehen, also ihr habt gerade ausgeworfen und zieht heran und der Wobbler geht so zur Seite weg, geht ihr hin, packt so die Schaufel, mit den Daumen einfach so mal ein bisschen hier auf Spannung bringen, ein Snap und so weiter, und dann drückt ihr hier so bisschen dagegen. Das ist nicht viel Druck, den ihr ausübt, aber das reicht schon aus, um diese Öse um Nuancen zu verbiegen. Und das reicht schon aus, um den Lauf zu verändern. Also, jetzt hoffen wir mal, dass ich meinen Wobbler wieder geflickt habe. Und seht ihr? Jetzt läuft er wieder richtig schön gerade. Und so kriegt ihr eigentlich fast jeden Wobbler geflickt. Wenn der Wobbler jetzt zum Beispiel, wenn ihr ihn eingekurbelt habt und ging so zur Seite weg, bedeutet also, dass es so hoch ging, müsst ihr halt die Öse in die Richtung drücken. Drückt nicht zu fest, arbeitet euch Stück für Stück einmal ein bisschen mit gefühlvoller Kraft gegendrücken, testen. Wenn es ausgereicht hat, geil. Wenn nicht, noch einmal. Wenn ihr es so fest gedrückt habt, dann merkt ihr auf einmal, dass er in die andere Richtung geht. Dann müsst ihr wieder entgegengesetzt drücken. Und so mit der Zeit entwickelt ihr ein Fingerspitzengefühl und so könnt ihr die Wobbler auch immer flicken. Warum flicken? Erstens, selbst out of the box werdet ihr immer mal wieder Wobbler dabei haben, egal von welcher Marke, die nicht perfekt gerade auslaufen. Das ist halt einfach so. Testet sie, korrigiert sie, funktioniert. Aber ihr habt einen starken Fishing-Drill gehabt. Ihr habt einen Hänger gehabt. Gerade Hänger. Stellt euch vor, meine Hand ist jetzt ein Stein und da hängt es richtig schön fest. Und ihr robbt da dran und wollt verzweifelt den Wobbler aus dem Stein rauskriegen. Und jetzt haue ich mir fast einen Haken selber rein, aber ist mir egal. So, jetzt passiert nichts. Also, ihr zieht mit richtig Druck. Und ihr habt nicht abgerissen, sondern doch noch gelöst bekommen. Aber habt die ganze Zeit Zug auf die Achse gehabt. Das verbiegt auf Dauer die Achse. Früher oder später habt ihr die Achse verbogen. Und dann fängt der Wobbler an, schief zu laufen. Deswegen das auch immer wieder mal zwischendurch testen. Gerade auswerfen, gerade einkurbeln. Läuft er gerade cool, läuft er nicht gerade. Einfach in die entgegengesetzte Richtung, zu der er gezogen ist, die Öse drücken und das so leicht justieren, bis er wieder gerade läuft. Und so könnt ihr euch die Wobbler wieder flicken, selbst wenn ihr denkt, oh scheiße, der läuft nicht. Nö, der braucht einfach nur ein bisschen Handarbeit. So, sind am nächsten Spot angekommen. Eine Brücke. Ja, es ist eine wirklich kleine Brücke. Kleiner Kanal, kleine Brücke. Die Fahrbahn wird gerade hochgezogen. Ja, normalerweise, also ihr seht es ja, links und rechts ist Schatten unter der Fahrbahn und normalerweise auch in der Mitte. Und Schatten ist halt auch immer für die Fische interessant. Barsche lieben Schatten, halten sich ja gerne auf, besonders im sonnigen Wetter. Dann habt ihr zusätzlich noch diese ganzen Holzpfähle im Wasser. Das bedeutet auch, da ist wieder die Struktur unterbrochen, da sind Hindernisse. Da hält sich Futter auf, Kleinfisch und das ist natürlich für die Barsche mega interessant.
Ich werde dort primär mit Gummiködern fischen, also Dropshot-Rig und kleinen Gummiköder am Jigkopf. Werde aber selbstverständlich meine Wobbler-Rute auch dabei haben, weil ich finde die Teile einfach zu geil und die sind einfach mega effektiv. In dem Sinne gehen wir es mal probieren und ja, mal schauen, was bei rumkommt. Gemessen, hatte 39, also knapp an dem 40 vorbei. Jetzt schicken wir ihn zurück. Hier, schön klares Wasser. Und weg ist er. So, ich habe ja versprochen, ich sag euch noch, womit ich den gefangen habe. So, Leute. Bevor ich überhaupt was dazu sage. Ist das nicht geil? Das sind diese UV Floating Creatures von uns. Ist aus einem Elastikmaterial. Das kriegt kein Barsch kaputt. Ihr könnt damit theoretisch, wenn ihr die nicht abreißt, 100 Fische fangen. Also es ist mega guter Köder, um auch das Portemonnaie zu schonen. Und ich finde sie mega geil, gerade hier diesen. Mit dem Paddle Tail. Einfach ein echt geiler Köder. In den natürlichen Farben bin ich absoluter Fan von bräunliche Töne, Grüntöne, Barsche lieben Grüntöne. Habe damit schon einige gute Fische gefangen. Überraschend gerade auf das kleinere Modell, das ist sogar mein Favorit, schon Fische bis über 40 cm. Also richtig geiler Köder am Rig. Das Geile ist, die schwimmen und wenn ihr die zum Beispiel in einen Rig anbietet wie Carolina, könnt ihr auch einen Einzelhaken verwenden, was ich normalerweise gar nicht empfehle, wenn man Grundfisch, weil ansonsten viel hängen bleibt. Aber wenn in stehenden Gewässern mit diesen Ködern fischt und das am Carolina Rig, habt ihr das Vorfach. Einzelhaken dran, den Köder dran, treibt auf und er wird immer über Grund schweben. So, jetzt sind wir im Mittelstück vom Kanal. Es ist das Gleiche, dass hier vorne eine Spundwand ist, wo es ungefähr Pi mal Daumen 1,5–2 Meter runter geht. Und am Ufer sind immer wieder mal Büsche, bisschen Gras, da ist ein Busch. Und das ist da, drunter stehen auch gerne die Barsche, auch hier direkt am Ufer entlang. Und das ist eigentlich die Kanalangelei, wie ich es am liebsten praktiziere, dass ich solche Spots abarbeite, also wirklich hier mit dem Auto am Kanal entlang fahren, anhalten, abfischen. 50, 100 Meter weiterfahren, bis an den nächsten Spot anhalten, abfischen. Und das, der Schwerpunkt liegt darauf, auch wieder entlang der Spundwand, Twitchbaits, Crankbaits, Gummiköder. Man kann auch, ich habe es hier auch versucht, mit Topwaterködern, kriegt man auch schon mal Attacken, aber es ist hier nicht so viel. Den einen anderen Fisch habe ich bekommen, aber es war nicht so mega effektiv, kann aber top sein, also richtig, wie Topwater ja sagt, richtig top sein. Aber es funktioniert nicht immer. Also, einfach so relativ nah an die Spundwand werfen, bisschen auf Tiefe kurbeln und twitch, 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 twitch.
Man muss sich meistens, zumindest hier an den Kanal, durch Unmengen von kleinen Barschen arbeiten, bis man dann endlich mal wieder die besseren findet und dran bekommt. Also wenn ich hier 20, 30 Barsche fange, ehrlich, sind bei 20 Barschen sind 15 zwischen der Mikrogröße, die ich vorhin hatte, und vielleicht noch ein Ticken größer hier, da sieht man es jetzt schon. Ein ganzer Trupp, also jetzt sind nur 3 Stück hier im Hinterherschwimmen. Da ist noch ein 4., 5. Die sind hier gestapelt. Aber macht halt auch Spaß, das Frequenzangeln. Wenn da mal zwischendurch noch bessere hängen bleiben, dann ist das richtig cool. Also, ich mach's gerne. Da ist auch schon ein etwas besserer. Das ist das, worauf ich hier gehofft habe. Sind wunderschöne Fische, schön gefärbt. Machen Spaß, so angeln. Und wenn man besonders leichte Ruten verwendet, dann ist das auch schon ein recht kampfstarker Fisch. Klar, ja. So, liebe Leute, jetzt habe ich euch mal hier diesen Kanal gezeigt. Zugegeben, es ist ein relativ einfacher Kanal, weil hier wahnsinnig viel Barsch drin ist. Zwar sehr viele kleine, aber auch zwischendurch mal bessere. Ich meine, waren ein 39er dabei. Das war schon richtig geil. Und ansonsten ein paar so Mitte, Ende 20. Letzten Endes hatte ich jetzt hier 19 Barsche. Bin ich ganz zufrieden. Schöne Zahl. Ihr habt gesehen, alles, was die Monotonie eines Kanals unterbricht, ist interessant. Bauwerke. Hier ein Einlauf, Schatten von Bäumen, Büsche am Wasser, Büsche, die übers Wasser sogar drüber gehen. Das ist alles für die Barsche interessant, weil das unterbricht halt dieses Eintönige vom Kanal. Das zieht die einfach magisch an. Da ist auch oft Futter, da sind auch Futterfische. Das ist also alles, was für die Barsche interessant ist. Wenn ihr sowas nicht habt, heißt es monoton abklappern. Und da ist halt die beste Methode wirklich mit dem Wobbler einfach an der Spundwand entlang gehen und hinterherziehen, bis man aktive Fische gefunden hat. Noch eine Sache. Kanäle sind für mich Spätsommer, Herbstgewässer. Frühsommer ist nicht so ganz mein Zeit und Winter, finde ich, ist es auch nicht optimal. Die Barsche ziehen sich dann gerne in ruhigere Bereiche zurück, in tiefere Bereiche, in Häfen, in angrenzende Seen und so weiter. Und das ist dann halt schon eine effektivere Angelei als im Kanal selber. Muss nicht für jeden Kanal gelten, aber so meine bisherige Erfahrung. Was kann ich euch noch Wichtiges hier sagen? Nicht viel, außer dass, wenn ihr es probieren geht, viel Erfolg. Wir überlegen noch, vielleicht gehen wir noch an einen zweiten Kanal, schauen, wie es zeitlich hinhaut, weil der ist größer, der ist monotoner und da kann ich noch ein bisschen mehr auf die Monotontechniken eingehen. Weil hier, wie gesagt, ist schon ein echt geiler, relativ natürlicher Kanal mit viel Uferbewuchs, viel Schatten und so weiter, was gerade im Sommer mega interessant ist. Ja, hat Spaß gemacht hier, aber jetzt wird es vielleicht auch Zeit, mal größere Barsche zu fangen. Ja, Jungs und Mädels, ich bin doch noch einen zweiten Kanal gefahren. Wie ihr seht, ich bin ein bisschen größer. Also viel mehr Wasserfläche, großer Kanal, große Barsche, stimmt nicht immer, finde ich hier schon. Das bedeutet, dass ich hier schon ganz gezielt versuchen werde, jetzt Fische so Kategorie 30 plus bis 40 plus zu kriegen. Wie ihr aber auch seht, sieht man schon jetzt am gegenüberliegenden Ufer. Hier ist nicht wirklich irgendwie am Buschwerk am Ufer, woran man sich orientieren kann, wo es Werfen Sinn macht. Hier würde ich immer dir einen Tipp geben, Strecke machen. Ist zwar ein Kanal generell ganz wichtig, aber gerade an sowas, wo du wirklich überhaupt nichts hast, woran du dich orientieren kannst. Klar, du kannst jetzt hier mit einem Echolot herumrennen und das Ganze abscannen und dir die Löcher suchen, aber meine Fresse, das ist mir zu viel Aufwand. Also fische ich das mit Strecke machen ab, sprich Wobbler, hinterherziehen. Jetzt haben wir hier einen kleinen, also relativ großen Einlauf, ist auch immer interessant. Hinten seht ihr eine Brücke, da ist eine Brücke,
klassische Hotspots. Kann man hinrennen, den Schatten abwerfen, dort mit Gummifisch-Jiggen oder mit Jigspinner, den Striking, den schweren, den Rocket Chat, den schweren Spinnerbait, funktioniert auch. Ist für euch nichts Neues, brauche ich euch nicht zu zeigen. Ich denke mal, das hier ist interessanter, weil das hier ist halt die Alternativlösung, die nicht unbedingt jeder macht. Und das will ich euch zeigen in der Hoffnung, dass es euch Fische bringt und natürlich mir jetzt auch. Herankurbeln und zugeben müssen, verkackt. Rest könnt ihr euch denken. Na gut, liebe Leute. Max war wahrscheinlich nicht unbedingt den Eindruck machen, als ob das Schleppen effektiv ist. Ich meine, an einem anderen Kanal hat es nicht funktioniert. Hier war es auch sehr effektiv. Ich habe viel Gras gefangen, Wasserpflanzen, Schlamm, aber keine Fische. Nichtsdestotrotz, es ist eine mega geile Methode, die wirklich sehr effektiv ist. Wenn ihr kein wirkliches Vertrauen da drin habt, dann macht es zum Beispiel so, wenn ihr euch eine Strecke aussucht, wo ihr angeln wollt. Jedes Mal, wenn ihr 50, 100 Meter weiter geht, Wobbler dranhängen, die Strecke, die ihr geht, den Wobbler hinterherziehen. Und dann, wenn ihr am nächsten Spot angekommen seid, dort wieder abhängen und vielleicht werfen mit Gummi, was auch immer ihr fischen wollt. Ich denke schon, dass auf Dauer werdet ihr damit Fische fangen. Was auch noch gut funktioniert, sind Chatterbaits. Die kann man auch sehr gut an der Spundwand entlang schleppen. Kann ich auch empfehlen. Naja, ich hoffe, es hat euch trotzdem Spaß gemacht. Ich meine, der erste Kanal war ja doch eine lustige Frequenz mit einem schönen 39er. Also der hat mich wirklich sehr gefreut. Und wenn ihr Fragen habt, wenn ich irgendetwas noch mal im Detail erklären soll oder so, scheut euch nicht, das in die Kommentare zu posten. Ich werde das lesen und definitiv darauf antworten. Und auf jeden Fall, wenn ihr ans Wasser geht, tight lines, fangt sie. Ciao.